Heute geht es hier um die Petunie Night Sky, eine wirklich schöne Neuheit auf dem Markt, die wirklich ihrem Namen alle Ehre macht. Das ist einfach die Milchstraße auf einer Blüte, eine traumhaft schöne Blüte. Ich habe hier verschiedene Arrangements vorbereitet und werde heute mit Ihnen dieses wunderschöne Arrangement machen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. So, ich werde jetzt mit der Petunie Night Sky ein schönes Arrangement machen. Hierzu habe ich diesen Tontopf. Hier ist einmal schon ein Abflussloch drin. Jetzt zusätzlich werde ich aber noch eine Drainage einfüllen. So. Einmal, dass der Boden auf jeden Fall mit der Drainage bedeckt ist. Als nächstes werde ich jetzt die Erde befüllen. Hier ist ganz wichtig, schon mal eine Erde zu nehmen mit Dünger drin. Da die Petunie eine wirklich sehr blütenreichhaltige Blume ist, ist wichtig, dass die Blume wirklich alle 2 Wochen mit Flüssigdünger einmal gewässert wird. So, jetzt kann ich anfangen, die Petunien einzupflanzen. Ich fange wie immer außen an und setze die Petunie leicht schräg, dass ich schon diese abfließende Form hinbekomme, damit wir der Petunie eine leichte Starthilfe geben. So, wenn ich die Petunien fertig gepflanzt habe, fange ich jetzt erst an, mit dem Moos ein bisschen die Seiten abzudecken. Hierzu mache ich mir kleine Büschel, die ich dann wirklich einfach nur in der Seite einmal reinstecke. Das Moos darf auch immer wieder was rausschauen. So, die letzte Stelle. So, sieht ja schon ganz schön aus, aber jetzt habe ich noch einen Deko-Tipp für Sie. Und zwar werde ich jetzt mit diesen Stäben, die werde ich jetzt einfach in der Mitte zusammen reinstecken. Bisschen mit Kraft schön tief in die Erde drücken. So, jetzt haben wir die schönen verschiedenen Höhen. Jetzt werde ich noch die schönen Seesterne einmal passend zu der Night Sky Petunie den Seestern hier einmal dran binden. Ich habe hier noch eine Kordel. Die werde ich samt dem Stern und den Ästen vorsichtig, nicht die Blumen kaputt machen. Einmal um die Stämme binden, sodass der Seestern schön dran hält. So, den Rest der Kordel mache ich einfach ein bisschen dekorativ über die Pflanze drüber. So eine Kordel sieht ja auch sehr dekorativ aus. So, und die anderen Seesterne stecke ich jetzt ganz einfach nochmal hier vorne ein in die Blume, dass das noch ein bisschen wiederholt wird. So, und fertig ist unser wunderschönes Arrangement mit der Petunie Night Sky. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Nachmachen.